Aus heiterem Himmel, kann man sagen, kommt er angeflogen. Der neue Hirsch für das Höllental im Landkreis Hof. Da sein Platz am Hirschsprung zu Fuß nur schwer zu erreichen ist, wird das Kunstwerk mit dem Helikopter eingeflogen. Wegen starker Winde verzögert sich die Aktion zwar ein wenig, aber dann geht es doch relativ schnell. Mehr als ein halbes Jahr musste das Höllental auf sein Wahrzeichen verzichten, aber nun thront der Hirsch wieder auf seinem Stammplatz. Und hier steht er auch schon, der Helikopter, mit dessen Hilfe der neue Hirsch ein Zuhause im Höllental gefunden hat. Und neben mir steht jetzt Stefan Münch, der Bürgermeister von Geroldsgrün. Herr Münch, weswegen ist denn diese spektakuläre Aktion eigentlich notwendig gewesen? Ja, erstmal, ich bin nicht nur Bürgermeister, sondern ich bin der erste Vorsitzende vom Frankenwald-Verein zusammen mit Roland Wolfram aus Stadt Steinach. Ja, warum ist diese Aktion zustande gekommen? Weil, ich sag mal, Menschen den Hirsch vom Sockel gestoßen haben, teils vielleicht aus, weil sie Lust gehabt haben, irgendwas zu Zerstörungswut oder aus Vandalismus. Auf jeden Fall, Hirsch ist kaputt gegangen und wir haben dann gesagt vom Frankenwaldverein, das ist ja Wahrzeichen für die Hölle und der gehört da wieder hin auf seinen angestammten Platz. Das ist so ein mittlerer fünfstelliger Betrag, also ja, ich sag mal so um die, also unter die 50.000 nicht, aber ein kleiner fünfstelliger Betrag haben wir zusammenbekommen. Und da ganz, ganz herzlichen Dank an die Spender, ganz, ganz herzlichen Dank natürlich auch an die Mitglieder vom Frankenwaldverein und auch alle, die gegeben haben. Warum ist der Hirsch denn eigentlich so wichtig fürs Höllental? Warum ist der eines der bekanntesten Wahrzeichen? Also der Hirsch ist jetzt der vierte Hirsch, der heute aufgestellt wird, von drei Vorgängern. Ich denke halt, der Hirsch steht schon seit 100 Jahren dort und ist, denke ich, das Sinnbild für das Höllental. Also Hirsch und Höllental gehören zusammen und auch für die Menschen ganz emotional. Das heißt, wenn ich mit meiner Familie durchs Höllental laufe und schaue nach oben und sehe halt den Hirsch. Und das ist einfach, das gehört zusammen, das ist eine Symbiose. Und deswegen, denke ich, ist es auch ganz wichtig fürs Höllental, dass dieser Hirsch wieder da ist. Was ist denn da die Vorgeschichte? Also warum kam der Hirsch dann eigentlich an diesem Platz hier ins Höllental? Ja, wahrscheinlich oben ist da der König David und das heißt Hirschsprung, der Hirsch springt ja und somit eine Symbiose, das wilde Tier im Höllental. Dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg und jetzt macht er ja schon mal einen ganz ordentlichen Eindruck. Wir fiebern auf jeden Fall der Einweihung entgegen. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihre Zeit, Herr Münch. Dankeschön und danke für den Bericht.